So, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's bei ARK Survival Evolved und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Decke zumache komplett. Irgendwie scheint da momentan jedenfalls ein Bug zu sein, dass ich das halt nicht so machen möchte. Machen kann, wie ich es gerne möchte, so rum. Aber gut, dann ist das halt so. Hier, sag ich mal, im PvE, jetzt Single-Modus, ist es ja auch noch verschmerzbarer, als wenn man jetzt PvP auf einem Server mit ganz vielen Leuten spielt. Jetzt setzen wir noch das Geländer hier ran. Was denn hier? Ach da. Wenn das wenigstens was bringen würde, irgendwie. Okay, drei bräuchte ich noch. Habe ich noch genug Holz, um das so zu bauen? Nee, ein nur. 20 Holz? Ehrlich, übertreibt ein bisschen. Aber okay. Wenn der wenigstens was abwerfen würde oder so, ich meine. Oder muss ich da mit dem Vogel auf Abfangkurs gehen? Ich meine, was soll's, ne? Wir wollen uns ja nicht drüber aufregen. Es ist ein Survival-Game mit Dinos und außerirdischen Obelisken. Da kann auch mal ein Raptor-Klaus umherfliegen. Gebe mir dein Holz. Dein Holz. Raptor Klaus. Wer zur Hölle lässt sich so etwas einfallen? Der Raptor, der beliebteste Dino hier, oder? Ein Dilo. Hau ab. Kein Bock jetzt. Hui. Hui. Ja, wir sind zu schnell. Gut. Wenn er schafft, bis hier hinten hin, schieße ich einen Pfeil im Kopf. Ich sehe ihn wackeln. Läuft er hierher oder läuft er wieder weg? Ich würde darauf tippen, dass er wieder wegläuft. Oh. So. Alles kindergerecht hier. Kann nichts runterfallen. Nichts und niemand. Das gefällt mir doch schon langsam. Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen um die Inneneinrichtung kümmern. So nach und nach. Das Rauschen werden wir nicht wegkriegen. Das ist hier einfach so am Wasserfall. So, gucken wir mal, dass wir dazu.
nah wie möglich hier rangebaut bekommen. Nicht. So. So, dann haben wir da schon mal zwei Schränke. Kisten können wir erstmal da lassen, die stören ja momentan keinen. Was haben wir noch? Wir haben noch 27 Punkte zu vergeben. Was brauchen wir? Futtertrog wird nachher ganz wichtig, wenn wir die ersten Tiere haben. Hier fängt das schon an mit den Steinbauteilen. Das heißt, habe ich schon wieder da Leder. Ah, Leder habe ich schon freigeschaltet. Ja, dann nehme ich die Ledersachen. Aber da werden wir mit dem Leder, was wir noch von dem Sarko haben, nicht viel machen können, oder? 10, 12, von dem. Ganz ehrlich? Ich brauche 12 Leder für Stiefel, aber 15 für einen Hut? Die beschädigt? Eigentlich nicht, ne? Nö. Achso, den Hut werden wir noch brauchen. Die anderen Sachen können wir anziehen. Dann haben wir schon mal Ledersachen an, das ist schon mal was wert. Jetzt brauche ich noch Pfeile. Gibt auch so einen kleinen Trick zum Fleisch vergammeln. Ich weiß, dass es jetzt gebraten ist. Aber es ist einfach so, der Timer, der dort. Ach. Du Heilige. Du ahnst es nicht. Nein. Nein. Ja, dann. Einfach diesen Stack, diesen 20er Stack in Einzelne zu schieben, zu teilen. Um dann dort zu warten, zwar 6 Minuten, aber dann sind gleich 20 auf einmal vergammelt. Anders geht's halt am Anfang noch nicht. So. Kurz was trinken. Weil wir müssen uns jetzt wiederum auf die Jagd vorbereiten. Deswegen auch die Pfeile. Und wir werden noch Leder brauchen, weil der Bogen wird das die Masse an Pfeile nicht abschießen können. Also der Bogen geht auch kaputt nach einer Weile, nach Benutzung.
Wir werden auch noch mehr Pfeile brauchen und alles. Also da wird noch ein bisschen was vorkommen, auf uns zukommen. Also würde ich jetzt erstmal Bären sammeln wieder, dass wir Narkobären bekommen. Ja, das Spiel. Nö. Wir brauchen noch Leder. Sehr gut, kein Speer kaputt gegangen. So mag ich das. Werden wir wieder einiges an Fasern auch zusammenkriegen. Na gut. Die packen wir erstmal in den Schrank. Und dann werden wir uns ein schönes Tier suchen. Wenn wir dann. Ja, das Problem ist, wir brauchen Narkosemittel für die Narkosemunition, für die Betäubungsmunition. Und wir brauchen Narkosemittel, um die Tiere nachher betäubt zu halten. Zudem brauchen wir dann je nachdem. Also, ich wäre jetzt erstmal am Anfang scharf auf einen Triceratops irgendwas. Der ist Pflanzenfresser, den kann man dann beim Zähmen, werdet ihr später sehen, mit Bären also füttern. Ein bisschen makaber, die Jungs erst irgendwie K.O. kloppen und dann noch füttern. Aber so läuft das halt. Da muss man am Anfang leider durch. Also es ist auch so, nachher, wenn man halt Tiere hat, die dann auch looten, pflanzen oder was auch immer, dann geht das alles so ein bisschen fixer von der Hand. Aber bis man erstmal da ist, ja, muss man damit leben, das alles mit der Hand einzusammeln. Wir werden noch ein bisschen Stroh mitnehmen und Kieselsteine, Fieselsteine. Müssen bloß aufpassen, bald sind wir wieder voll.
So. Da haben wir wieder die Lofo. Okay, er hat uns nur einmal erwischt. Jetzt ein paar Feuersteine mitnehmen und dann ab zurück. So zerhackt man so einen Felsen. So lange drauf einklatschen, einhauen, einschwingen, bis der in alle Teile zerbricht. So. Narkobären. Gammelfleisch. Dann machen wir weiter Narkosemittel. Bin überladen. Gut, das Metall brauchen wir momentan noch nicht. Wieder Fasern, was wir da rein machen können. Gleich mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Wobei, hier können wir die Bären reinhauen. Hier können wir Fasern reintun. Oh. Ah ne, die Stimberries hatte ich glaube ich auch in den Mörser reingetan. Falls man mal auf die Idee kommt, Simulantien zu craften. Okay, Kieselsteine haben wir jetzt alle verarbeitet. So. Das Metall machen wir dann hier rein. Da haben wir dann so ein bisschen Baustoffe und sowas. Ah, hier fehlt uns jetzt wieder Gammelfleisch.
Das wird uns eine kleine Menge Gammelfleisch bringen, aber dann müssen wir auch wieder Narkobären sammeln. Weil das Fischfleisch, roher Fisch hier, 40 Minuten, das dauert mir zu lange. Müssen wir jetzt nur noch die hier halbe Minute, 2 Minuten abwarten. So. Beeren haben wir genug. Mehr als genug. Welches Level haben wir jetzt? Wir haben jetzt 25, also müsste wieder was freigeschaltet worden sein. Werkbank. Perfekt. Und dann aber auch Metallgegenstände, sehr nice. Das ist schon mal wichtig. Und die Armbrust. Okay, alles klar. Wieder ein Level up. So, letzte erstmal auf Gewicht. Was hatten wir unten noch so? Die Armbrust hatten wir gesagt. Aber halt auch hier die die Werkzeuge. Sehr wichtig. Aber dafür brauchen wir nachher das Metall. So, schon mal Munition herstellen. Jetzt ist mir heiß, das kommt durch die Ledersachen. Brauchen weiter Narkobären. Und weiterhin immer noch darauf achten, dass auch ja nichts irgendwo hier in der Nähe ist. Da muss man immer extremst aufpassen. Man ärgert sich einfach nachher. Sollte es passieren, werdet ihr es jetzt auch sehen. Es ist ja so, dass der Körper dann liegen bleibt. Beziehungsweise das Inventar, wenn das jetzt ein Fleischfresser ist und der meint, deine Leiche aufzufressen, bleibt trotzdem das Inventar noch liegen. Also man kann dann schnell wieder zurück und hoffen, dass man seine Sachen wiederbekommt. Weil irgendwann nachher wird schon wichtig. Werden am Ende so viele Fasern haben.
recht übersichtlich hier. Gucken wir mal unten Richtung Strand, ob da irgendwas hinterher geistert. Es ist schon recht ruhig hier. Wir haben zwar unten ab und zu mal Besucher. Aber ansonsten ist es schon ganz entspannt. Bin die ganze Zeit immer am Gucken, irgendwo, ob ich aus der Entfernung irgendwo was sehe. Irgendein Umriss, irgendein Tier, damit wir immer noch rechtzeitig wegrennen können. Je langsamer man ist, desto aufmerksamer muss man ja nun mal sein. Aber auch ich bin da nicht vorgefeit, dass jetzt irgendwo auf einmal irgendein Vieh angerannt kommt. Das ist einfach so. Aber wenn einem heiß ist, dann kann natürlich auch sein, dass die, dass das Wasser runtergeht, also Durstanzeige, beziehungsweise wenn es richtig heiß ist, dass man dann auch Energie verliert. Das sind ja immer noch so die kleinen Symbole hier, die kleine Flamme und diese Kältestern nachts manchmal. Bedeutet dann einfach, das ist so die Vorform vor dem ganz Schlimmen. Schön viele Büsche. Da kann man noch dann ein oder andere mitnehmen. Die Büsche hier, das sind auch die, die am schnellsten wieder spawnen. Nicht so wie Steine oder meinetwegen Bäume. So fängt man halt arg an. Und das ist halt das Wichtige auch, dass man das mal sieht. Dass man mit E hier die ganze Zeit nur am Looten ist, am Einsammeln. Und sich dann peu à peu was baut, beziehungsweise auch Schritt für Schritt Land sichert, sag ich mal. So. Wir sind wieder langsam ein bisschen vollgeladen, das heißt, wir werden mal wieder hoch. Ein paar Sachen wegbringen, gucken, wie viel wir haben. Die ist heiß. Ah, wir gehen auch schon sehr langsam, also wird Zeit.
ein. Jetzt habe ich aus Versehen linke Maustaste gedrückt. Na gut, seht ihr das auch mal. Da gibt es dann auch so einen Cooldown, dass man das erst nach 3 Minuten oder so reparieren kann. War jetzt nicht meine Absicht. Und jetzt ist das Ding hier auch... Ne, warte, 15 Plätze hat es, okay. Können wir ein bisschen Fasern reinlegen da. Ein paar Samen essen. Ja. Und dann ist die Kiste auch schon beinahe voll. Gab wieder ein Level-Up. Jetzt haben wir unsere 300 Gewicht voll. Resistenz geht eigentlich hier auf der Karte. Manchmal Resistenz ist halt das, dass man gegen Kälte und Hitze so ein bisschen nicht so empfindlich ist. Ich mache trotzdem erstmal noch Geschwindigkeit und halt die Gesundheit hoch. So, und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir da so anstellen können. Freue mich drauf.